Sehr geehrte Damen und Herren, herzliche Willkommen zur Abendführung der alten und seltenen Drucken der ETH-Bibliothek. Mein Name ist Meda Hotia und ich leite die Abteilung Rara und Karten. Heute Abend werden wir für Sie, meine Kollegin Melanie Lerch und mein Kollege Martin Boshardt, das ausgewählte Thema vorführen. Aber ich möchte die Spannung ein bisschen erhöhen und ich werde erst ein paar Worte über den Altbestand sagen. Die Diskussion zur Gründung und Entwicklung des Bestandes alte Drucke bis hin zur heutigen eigenständigen Abteilung innerhalb der ETH-Bibliothek reicht zurück bis ins Jahr 1856. Es lässt sich auch feststellen, dass die Bibliothek bereits Ende des Jahres 1855 über 31 Publikationen verfügte, die aus dem 16. bis 18. Jahrhundert stammten. Es handelt sich um 30 Monographien und um eine einzige Zeitschrift namens Acta Helvetica. In den ersten Jahren nach der Gründung der Bibliothek wurde hinsichtlich der Aufstellung und Aufbewahrung der Bestände keine klare Trennung gemacht zwischen zeitgenössischen Büchern und alten Drucken. Diese Situation blieb bis zum Jahr 1948 mehr oder weniger unverändert, als Paul Scherer, damals Oberbibliothekar der ETH-Bibliothek, ab 1953 deren Direktor, die Gründung einer Zimilien- und Handschriftenabteilung initiierte, deren Bestände andere Signaturen bekommen sollten. RAR steht hier für alte Drucke, HS für Handschriften und Autographen. Wesentlichen Einfluss auf diese Entscheidung hatte die Übernahme der Bibliothek des Paläontologieprofessors Oswald Herr und insbesondere des Werkes On the Origin of Species von Charles Darwin, für das symbolisch die Signatur RAR01 vergeben wurde. Im Jahr 1968 wiederum wurde diese Abteilung in wissenschaftshistorische Sammlungen der ETH-Bibliothek umbenannt. Bedingt durch mehr oder weniger umfangreiche Umstrukturierungen innerhalb der ETH-Bibliothek wurde später eine eigenständige Gruppe alte Drucke eingerichtet, die dann im Jahre 2012 nochmals ihren Namen in alte und seltene Drucke änderte. Die Sammlung alte und seltene Drucke der ETH-Bibliothek umfasst heute etwa einen Bestand von rund 65.000 Monographien und ca. 10.000 Zeitschriftenbände, die zwischen dem 15. und Ende 19. Jahrhundert veröffentlicht wurden. Inhaltliche Schwerpunkte des Bestandes sind Themen wie Astronomie, Mathematik, Technik und nicht zuletzt Architektur, Festungsbauwerke und auch die Gartenarchitektur. Der Titel der heutigen Abendführung ist die Glanzzeit der Wasserspiele, Gärten und Springbrunnen in alten Drucken. Wir werden Ihnen erzählen und zeigen, wie verschiedene Autoren über die Jahrhunderte mit diesem Thema umgegangen sind. Und am Anfang wird mein Kollege Martin Boshardt machen. Hört man mich? Ja, danke. Wasserspiele und Springbrunnen in Gärten sind keine Erfindungen der Barockzeit. Es gab sie bereits in der klassischen Antike und im islamischen und europäischen Mittelalter, sowie auch im fernen Osten, in China oder Japan. Und auch der Ursprung des Gartens selbst geht weit in vorchristliche Zeiten zurück. Die Gartenkunst, also der Garten als Kunstwerk in der Neuzeit, entstand nach dem Mittelalter in der Renaissance.
Aber erst in der Barockzeit, also im 17. Jahrhundert, erreichte die in der Renaissance angestrebte Einheit von Haus und Garten ihre Vollendung, indem sich die Architektur vermehrt auf den Garten ausrichtete und der Garten die Fortsetzung der Architektur im Freien bildete. Ganz im Geist jener Zeit des Absolutismus ordnete sich der Garten plötzlich einem das Ganze beherrschenden Plan unter. Und es war somit nicht erstaunlich, dass im 17. Jahrhundert Frankreich zur führenden Macht auch in der Gartenkunst wurde. Somit wurde die barocke Zeit zur Glanzzeit der Gartenanlagen. Die französische Gartenkunst wurde gegen Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa zum Vorbild und entsprechend nachgeahmt. Der französische Garten lag im Unterschied zum italienischen, welcher in der Renaissance europaweit prägend war, nicht auf Hügeln oder an Abhängen, sondern flach in der Ebene, was großflächig angelegte, kanalartige Anlagen ermöglichte. Ebenso wandelte sich die soziale Bedeutung des Gartens. Während zur Zeit der Renaissance und vorher der Garten ein Stück eng umfriedetes privates Land darstellte, der zudem in erster Linie mit Nutzpflanzen bestückt war, welche man insbesondere medizinisch verwendete, wurde der Garten in der Barockzeit mehr und mehr öffentlich, verwandelte sich in großzügige Parkanlagen, welche einluden zum Lustwandeln, zur Erholung, zur Vergnügung. Zu Beginn aber des Barocks wurden die Gärten noch hauptsächlich privat genutzt. Die Wissenschaft befasste sich systematisch mit der Pflanzenwelt und der Botanik und es wurden erst einmal Gartentypologien definiert, bevor dann die kunstvolle Gartenarchitektur erschaffen wurde. Zum ersten Buch, das ich vorstellen möchte. Einer der bekanntesten Naturforscher, der sich bereits im 16. Jahrhundert mit Gärten und der Botanik befasste, war der Zürcher Universalgelehrte Konrad Gessner. Als Naturforscher und Historiker war er weit über die Grenzen unseres Landes bekannt. Seine ersten Anregungen zur Pflanzen- und Kräuterkunde vermittelte ihm sein Großonkel, der Gessner ins Freie führte und ihn lehrte, einen Garten mit Pflanzen zu bebauen. Seine Studien führten Gessner auch unter anderem nach Lausanne, wo er zu Demonstrationszwecken ein Gärtchen anlegte, ausschließlich mit Medizinal- und Apothekerpflanzen. Zurück in Zürich legte er sich einen medizinischen Versuchsgarten an, mit Heilkräutern zu Forschungszwecken. In Gessners Werk Horti Germania, welches 1559 erschien, finden wir seine Beobachtungen über bekannte Gärten und Gessners Kontaktpersonen auf seinen Reisen. Er versucht aber bereits, eine gewisse Systematik anzuwenden, indem er 5 verschiedene Gartentypen definiert. Geht es? Er erwähnt den Nutzgarten, den Medizinalgarten, den Mischgarten, den eleganten Garten und den hervorragenden Garten. Außer den Klöstern besaßen im 16. Jahrhundert nur Apotheker und Ärzte kleine Gärten aus beruflichen Gründen. In Zürich selbst gab es nur 3 Gärten. Gessner führte als erster fremdländische Samen- und Wild- und Bergpflanzen ein. Und von ihm erfahren wir auch, dass in der Mitte des 16. Jahrhunderts über Basel die Nelke eingeführt wurde, zusammen mit Stilmotiven der französischen Gartenkunst. Wir haben hier eine mit einem anderen Werk zusammengebundene Ausgabe von 1561, die in Straßburg beim Verleger Ribelius erschienen ist. Leider hat das Buch keine Abbildungen, ich kann Ihnen also hier nur die Titelseite präsentieren. Kommen wir dann schon wieder zum zweiten.
ist verkehrt. Während des ganzen 17. Jahrhunderts erschienen zahlreiche botanische Werke, in denen meist seltene Pflanzen aus damals berühmten Gärten abgebildet wurden. Wir zeigen Ihnen hier ein Werk des englischen Botanikers und Apothekers John Parkinson. Es heißt Paradisi in Sole, Paradisus Terrestris und erschien 1629. Das Werk gilt als erstes wichtiges Traktat zum englischen Garten. John Parkinson wurde 1567 in Nottinghamshire geboren und starb 1650 in London. Er war Arzt und Hofapotheker des englischen Königs und besaß selbst einen großen Pflanzengarten am Londoner Stadtrand, der mit seltenen Pflanzen besetzt war. Wie Gessner war Parkinson ein Pflanzen- und Gartennarr und in einem zu einem späteren Zeitpunkt erschienenen Werk beschreibt er die medizinischen Eigenschaften von über 3.800 Pflanzen. Noch im Erscheinungsjahr von Paradisi in Sole wurde Parkinson von König Karl I. zum Botanicus Regius Primarius ernannt. Parkinson beschreibt in Paradisi in Sole nicht nur die seltenen Pflanzen, sondern er entwickelt bereits eine Gartentypologie, welche folgende Begriffe beinhaltet: A garden of pleasant flowers, a kitchen garden and an orchard, also ein Obstgarten, of all sorts of fruit-bearing trees. Diese drei Gartentypen werden durch etwa 780 Pflanzen und Baumsorten repräsentiert, welche in 109 ganzseitigen Holzschnitten dargestellt sind. Hier einmal möchte ich Sie aufmerksam machen auf das wunderschöne Titelblatt mit dem Garten Eden. Ich kann vielleicht das noch ein bisschen näher vergrößern. Ja, das geht nicht mehr. Vielleicht sieht man es, ich hoffe, man sieht sehr hübsche Details, wie dieser kleine Fuchs da, Adam und Eva. Und eine große Anzahl an Pflanzen und Sträuchern und Bäumen. Das ist ja wirklich schön gemacht. Dann hier ein Beispiel, eine Abbildung eines Blumengartens. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich diese Bücher ohne Handschuhe anfasse. Wir machen das ganz bewusst, weil mit den Handschuhen verliert man das Gefühl in den Fingern und die Gefahr, dass man das Papier beschädigen würde, ist größer, als wenn man es von Hand anfasst. Hier noch eine Abbildung eines Obstgartens, wo man die Früchte und Beeren erkennen kann. Parkinson bewertet in seiner Typologie Gärten nach ihren unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. So macht er auch einen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Gärten zu einer Zeit, wo der öffentliche Garten noch ganz in seinen Anfängen steckt. In dem Werk beschreibt Parkinson auch die verschiedenen Möglichkeiten, einen Garten anzulegen und in einem Beispiel bereits unter Einbeziehung eines Wasserspiels. Er setzte sich demnach auch bereits mit der Funktionalität von Gartenobjekten auseinander. Und das gibt gleich die Brücke zum nächsten Buch, das ich Ihnen zeigen möchte.
Technische Details und Informationen zur Funktionalität von Fontänen, Brunnen und Wasserspielen finden wir bei Jakobus Strada. Stradas Werk Künstlicher Abriss allerhand Wasser-, Wind-, Ross- und Handmühlen dürfte im deutschsprachigen Raum das erste sogenannte Maschinenbuch gewesen sein. Diese Maschinenbücher spielten in der wissenschaftlichen Literatur von der Spätrenaissance bis zum Ende des Barocks eine wichtige Rolle. Auf großformatigen Abbildungen werden technische Apparaturen detailgetreu dargestellt, meist ohne große Begleittexte. Bedeutende Druckzentren waren Nürnberg und wie in diesem Fall hier Frankfurt am Main. Jakobus Strada wurde 1507 in Mantua geboren. Er starb 1588 in Prag. Er betätigte sich als Gelehrter, Maler, Architekt, Goldschmied, Schriftsteller und Kunstsammler und er war auch ein Erfinder von Wasserwerken und anderer Maschinen. Seit 1546 lebte Strada in Deutschland und Frankreich und schließlich in Prag. In unserem Bestand befindet sich die zweite Auflage des Werks, welche 1629 von seinem Sohn Octavius Strada herausgegeben wurde. Es beinhaltet 112 doppelseitige Kupferstiche mit Abbildungen von Mühlen, Pumpen und Wasserkunstanlagen, unter anderem auch drei Springbrunnen. Das prächtige Frontispitz wurde von dem berühmten Basler Kupferstecher Matthias Merian gestochen. Auch da möchte ich Ihnen noch weiteres zeigen. Das ist jetzt wahrscheinlich zu klein, um zu erkennen. Aber hier oben sieht man Details von einem Springbrunnen und einer Mühle, was auf den Inhalt des Buches schließen lässt. Das wäre die Titelseite von Merian. Kann man da unten, kann man es noch schwach lesen, Matthias Merian. Dann hier ein Beispiel einer Fontäne. Ich glaube, das kann man so sehen. Ups. Hier noch ein Beispiel, eine Fontäne, hier schon im technischen Querschnitt. Man sieht, wie das Ganze aufgebaut ist mit diesem Röhrensystem. Und als letztes noch wirklich ein hydraulisches Objekt, wo dann nur angedeutet wird, wofür es gebraucht wird, nämlich für einen Brunnen. Die hier im Raum Anwesenden können nachher gerne das noch im Detail anschauen am Tisch. Dann komme ich zum vierten Buch. Ich glaube, so kann man das sehen. Auch die Gelehrten wie die Enzyklopädisten befassten sich mit der Gartenarchitektur und versuchten mittels ihrer systematischen Methode einen Überblick über die Gartentypologien zu erschaffen.
Die Enzyklopädisten der Aufklärung beschäftigten sich eindringlich mit den Gärten, was wir anhand dieser bedeutenden Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts bestätigt finden. Es handelt sich hier um die Enzyklopädie, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers von Denis Diderot, erschienen zwischen 1747 und 1766. In unserem Bestand befindet sich die Genfer Ausgabe von 1779. Im 18. Band sind zwei Gartentypologien erwähnt. Die erste findet sich unter dem Stichwort Jardin. Es werden Gärten für Gemüse, Obstbäume, Blumenanlagen und so weiter beschrieben. Der zweite Begriff lautet Jardinage, also die Gartenarbeit, und enthält Begriffe wie sauberer Garten, Blumengarten, Obstgarten etc. Und es wird auch die Fontäne erwähnt zur Verschönerung des Gartens. Und er beschreibt das dann, dass ich übersetze das jetzt, sie formt Kaskaden, Wasserfälle, Pyramiden und so weiter. Somit werden die Springbrunnen als schmückendes Element beschrieben und stellen so die Brücke zur Baukunst dar. Hier in der Enzyklopädie gibt es drei Tafelbände und da habe ich im einen Tafelband etwas Passendes gefunden zum Thema. Natürlich auch die technisch-hydraulischen Darstellungen und dann hier auch noch fontänenartige Gebilde, Wasserspiele, Springbrunnen, wo man sieht, wofür diese Hydraulik gewesen ist oder gebraucht wurde. Dann komme ich schon bereits zum letzten Buch. Das ist nicht perfekt, aber ich werde das nachher dann noch zeigen. Das zweite Beispiel für die Erwähnung von Gartenkunst bzw. Gartentypologien in einer Enzyklopädie finden wir im deutschsprachigen Raum bei Johann Georg Grünitz. Grünitz wurde 1728 in Berlin geboren, wo er 1796 starb. Er war Naturwissenschaftler und Arzt, widmete sich aber ab 1776 ausschließlich seiner Enzyklopädie, welche für ihn zur Lebensaufgabe wurde. Die verschiedenen Bände erschienen in einem Zeitraum von 85 Jahren. Sie wurde erst 1858 mit dem 242. Band abgeschlossen. Das Werk umfasst 169.000 Seiten mit mehr als 9.000 Abbildungen. In Band 11 beschäftigt sich Grünitz mit dem Thema Garten, wobei bei ihm der Begriff Lustgarten auftaucht, als Inbegriff des öffentlichen Erholungsraumes mit Bassins, Springbrunnen und geometrisch angelegten Heckenanlagen. Grünitz macht verschiedene Definitionen. Er beginnt mit ganz einfachen Begriffen, Zaun, ein Gehege, das man sich als gartenartiger Raum vorstellen soll, und endet mit Ausdrücken wie eine Gegend, ein Land, was dann als moderne Bedeutung des Wortes Garten gelten sollte. Ich habe bei ihm auch ein Beispiel gefunden, einfach um noch zu illustrieren, einer wunderschönen barocken Gartenanlage. Ich glaube, man kann es so sehen. Noch ein bisschen. Das ist ein bisschen heikel, weil es eine Tafel ist, eine Falttafel. Gut, und somit übergebe ich meiner Kollegin Melanie. Entschuldigung.
So, zuerst die Technik. Hört man mich? Funktioniert das gut? Dann möchte auch ich Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen von Springbrunnen und Gärten. Und das erste Buch, das ich Ihnen dann zeigen möchte, ist von Josef Furtenbach. Das war ein deutscher Architekt, Mathematiker, Mechaniker und Chronist. Furtenbach verbrachte nach der Schule 12 Jahre in Italien, wo er bei seinen Verwandten eine Kaufmannsausbildung durchlief. In Italien befasste er sich eingehend mit Architektur, mit Gartenkunst, aber auch mit Theater- und Bühnentechnik, mit Festungsbau und Büchsenmeisterei. Die Impressionen seines Italienaufenthalts flossen dann in die zahlreichen Idealentwürfe von Gebäuden und Gärten ein. 1620 kehrte Furtenbach aus Italien zurück und lebte dann in Ulm, wo er in der Leitung eines Handelshauses tätig war. Bekannt wurde er unter anderem mit seinem 1627 erschienenen Reisenbericht über Italien. Das war eines der meistgelesenen Reisehandbücher im Deutschland des 17. Jahrhunderts. Seit 1631 war Furtenbach als Verwaltungsleiter des Ulmer Bauamts zuständig für die Instandhaltung von Stadtbefestigungen und öffentlichen Gebäuden. Er wurde dann auch Ratsherr. Er konzipierte in Ulm außerdem ein Krankenhaus, ein Theater nach italienischem Vorbild, Festungsanlagen, Gärten und ein Brunnenwerk, lieferte aber auch Pläne nach außerhalb für Kirchen und Schulgebäude. In seinen Schriften versuchte Furtenbach, das gesamte architektonische und technische Wissen seiner Zeit darzustellen. Uns liegt hier eines seiner Werke vor, die Architectura Recreationis von 1640. Darin beschäftigt er sich mit Gartenarchitektur. Das Buch wurde in Augsburg gedruckt. Und das Ziel dieser Schrift ist es, nach den Jahren des Krieges, also es ist in der Zeit des 30-jährigen Krieges, die brachliegende Baukunst wieder zu befördern. Die Gartenanlagen sollten der Rekreation dienen, also der Erholung der Menschen von den Gräueln und Verwüstungen des Krieges. Und so steht der Titel dieses Buches einerseits als Architektur zur Lust und Erholung, ist aber zugleich auch als Architektur des Wiederaufbaus zu verstehen. Josef Furtenbach ist unter den deutschen Architekten der Neuzeit der erste, der sich eingehend mit Gartenarchitektur beschäftigt. In seiner Architectura Recreationis liefert er eine eigene Gartentypologie. Er entfernt sich darin von den bis dahin gängigen sachlichen Typologien und setzt die Gärten in den Kontext zum sozialen Stand des Besitzers. Er unterscheidet seine Entwürfe also nach sozialen Ständen. Aus seiner Sicht waren die Gärten und die dazugehörigen Bauten entweder bürgerlich, adlig, fürstlich oder königlich. Die repräsentative Ausstattung der Bauten und Gärten wird an dem jeweiligen Stand des Besitzers angepasst. Dieses Buch hier enthält insgesamt 35 gefaltete Kupfertafeln, von denen ich jetzt einige zeigen möchte. Und zwar beginnen wir beim bürgerlichen Garten. Und zwar ist es ein Landhaus, also er hat auch Entwürfe für Stadthäuser gemacht. Dies ist aber gedacht als Landhaus außerhalb der Stadtmauern. Es hat einen Blumengarten mit einem Brunnen in der Mitte. Es hat einen Baumgarten und auch Beete für einen Küchengarten. Furtenbach selbst nennt sich Inventor, das sieht man sehr. Die von ihm entworfenen Gartenpläne wurden von Johann Jakob Campanus gemalt
und vom Kupferstecher Matthäus Rembold gestochen. Die waren alle aus Ulm. Warum hat er diese Befestigungsanlage und diesen Garten gebaut nach dem 30-jährigen Krieg, wo man sie ja nicht mehr gebraucht hat? Also dieses Buch ist 1640 erschienen, ist noch nicht, also ist schon noch so, der Krieg ist schon noch präsent und genau das fällt in allen seinen Entwürfen auf, dass es überall Befestigungsanlagen hat. Also es war ein großes Thema und er selber war auch als Baumeister tätig und hat auch beruflich Befestigungsanlagen instand gehalten. Und das war ein großes Thema für ihn. Und das sieht man gut im nächsten Bild auch. Also es ist wirklich in allen diesen Beispielen sind alle mit Befestigungsanlagen. Das nächste ist ein adliger Garten. Auch hier sieht man so Rundbastionen, ist alles bewährt, sogar mit Kanonen bei diesem Beispiel. Hier ist alles ein bisschen prachtvoller und größer, schon das Haus ist dreistöckig. Anstatt einer Obstplantage gibt es ein Wäldchen, das auch die Funktion eines Tiergeheges erfüllt. Und der Nutzgarten ist auch größer, also es gibt mehr Beete und eine größere Auswahl an Gemüse und Früchten, die man dort anbauen kann. Dann das nächste Beispiel ist der Garten eines Grafen oder eines Freiherrn. Hier ist es noch eine Stufe größer und prächtiger. Es gibt ein Landhaus plus einen Wirtschaftshof, es gibt verschiedene Wohnbauten, auch für Bedienstete. Es gibt Laubengänge, Volieren, auch Pflanzungen mit Pflanzen wie Feigen und Granatäpfel, also auch mit eher exotischen Pflanzen. Es gibt einen Teich hier mit einer begehbaren Insel, also mit einem Wasserspiel auch in der Mitte. Und auch sonst sind wir in der Mitte des Blumengartens oder des Hofs, da stehen überall Springbrunnen. Auch da gibt es eine Wildnis mit einem Wildtiergehege und eben die Befestigungsanlagen sind überall so ein Wassergraben rundherum. Und zum Schluss ist noch der fürstliche Garten. Das ist dann noch einmal eine Stufe größer und prächtiger, also eine gigantische Residenz mit schweren Bastionen und Wassergraben. Es gibt einen quadratischen Palast mit 4 Innenhöfen und dort hat's auch überall steht ein Brunnen in der Mitte. Es gibt verschiedene Gartenquartiere, Nebengebäude, Nutzgarten mit Kräuter- und Gemüsebeeten. Es gibt Hühnerställe und Fischteiche und auch hier einen Irrgarten. Darauf kommen wir später dann noch. Und in all diesen Beispielen ist der künstlerische Aufwand, auch wie man den Garten ausgestaltet, auch mit Statuen und Brunnen und so, das ist immer abhängig auch vom sozialen Stand. Eben je reicher, je höher der Stand, desto edler auch das Material und die Ausgestaltung. Das sind alles Idealentwürfe von Furtenbach, aber nur ein kleiner Teil davon wurde auch wirklich realisiert. Dann das nächste ist ein ziemlich dickes Buch. Also die Beschäftigung mit der Typologie von Gärten hat im Laufe der Zeit immer wieder Architekten und Baumeister fasziniert. Auch der Baumeister Andreas Georg Böckler präsentiert in seinem monumentalen Werk Nützliche Haus- und Feldschule eine Gartentypologie. Er widmet sich dem Thema Gärten aus dem Blickwinkel der Hausväterliteratur und bezieht sich im Vorwort auf Furtenbach. In diesem gut, also etwas mehr als 1300 Seiten umfassenden Werk, diese Ausgabe ist von 1699, er will darin seine Meinung kundtun,
weil er findet, Furtenbach hat noch nicht alles gesagt, beziehungsweise er hat eine eigene Meinung oder es gibt Ergänzungen, die er eben hier anbringen will. Dazu, wie ein Landgut aussehen sollte, wie ein Haus und Bauernhof eingerichtet werden sollte. Im Kapitel von den Blumengärten zeigt er verschiedene, also auf die Typologien gehe ich jetzt nicht mehr weiter ein, er hat auch eine eigene Typologie, aber davon haben wir ja schon gehört. Was ich zeigen möchte, sind Beispiele von Blumengärten oder einfach von den Mustern und den geometrischen Anordnungen, wie er sich die vorgestellt hat. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Wie muss man sich den Maßstab hier vorstellen? Es ist beschrieben auch im Buch, es gibt verschiedene Größen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es ist schon größer. Also ein genau, das sind Beete eigentlich. Ja, das sind für Blumengärten hat man sich das immer so geometrisch vorgestellt. Genau, das sind die einzelnen Beete, die dann mit Blumen bepflanzt werden. Und er gibt auch genaue Anweisungen und Tipps für den Gärtner dann, wie er das ausmessen soll und so. Das ist alles festgehalten. Und hier hat es noch weitere Muster. So, das sind so Idealentwürfe, wie er sich das vorgestellt hat. Über Böcklers Person ist eher wenig bekannt. Er war ein deutscher Architekt und Ingenieur, studierte in Straßburg und war dann auch Baumeister und sollte vor allem die im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Festungen wieder instand setzen. Auch er hat sich mit Befestigungen beschäftigt in seinem Berufsleben. Wir haben noch ein weiteres Werk von ihm. Nämlich die Architectura Curiosa Nova. Dieses Buch zeigt das nach dem Dreißigjährigen Krieg wiedererwachte Interesse an Wasserkünsten und allgemein auch den hohen Stellenwert von Wasseranimationen in Deutschland. Das Buch ist wahrscheinlich 1664 in Nürnberg erschienen. Es enthält 200 Kupferstiche von Paul Fürst, die meist barocke Springbrunnen aus Italien, Frankreich, England und Deutschland zeigen. Wahrscheinlich kopierten Böckler und Fürst auch einige der Brunnenentwürfe aus anderen Werken, jedoch ohne die Urheber zu nennen. Das Buch besteht aus mehreren Teilen. Es zeigt verschiedene Springbrunnen, Grotten und so weiter. Und ich möchte gerade im letzten Teil anfangen. Und Ihnen einige Beispiele zeigen. In diesem Teil geht es um Grottenbauten, Wasserkünste und Entwürfe für Lustgärten. Und das sieht dann so aus. Also es hat immer im oberen Teil des Bildes eine Darstellung von Grottenbauten oder Gartenanlagen. Also Entwürfe kombiniert dann mit auch wieder schematischen Grundrissentwürfen für Gärten, für Bosquet, für Blumengärten und so weiter. Es gibt mehrere solche Entwürfe. Dann im vorderen Teil, im zweiten Teil des Buches, geht es um Wasserspiele und ihre optische Vielfalt, um verschiedene Spritzwerke und Springbrunnen. Also hier möchte ich einfach ein bisschen durchblättern, weil es gibt so viele verschiedene Entwürfe in diesem Buch. Ich kann leider auch nicht alle zeigen. Der Autor beschreibt die Wasserspiele dann auch und zum Teil erwähnt er dann auch, wo er sich vorstellt, dass die stehen könnten. Also ob irgendwie an einer Hausmauer oder in einem Garten oder wie auch immer. Also es hat auch noch mit
verschiedenen Figuren. Genau, verschiedenste Entwürfe. Dann im dritten Teil des Buches geht es um Brunnen. Ich glaube, diesen haben wir vorhin schon kurz gesehen. Er zeigt verschiedene Stadtbrunnen vor allem, aber auch solche aus Gartenanlagen. Dieses Beispiel hier nennt er ein Brunnen nach alter Manier. Man mag dergleichen entweder von Metall gießen oder nachdem er groß von Marmor oder anderen Steinen verfertigen. Er dient in ein Gartenhaus, Lustsaal oder dergleichen. Also Böckle beschreibt die Brunnen, wie er sich vorstellt, aus welchem Material die gemacht werden könnten und wo die stehen könnten. Das ist jetzt ein Entwurf, ein Beispiel, wie er sich das vorstellt. Es hat aber auch reale Beispiele, also Brunnen, die es wirklich gegeben hat oder auch immer noch gibt. Zum Beispiel diesen hier. Das ist ein Brunnen aus Augsburg mit Figuren, welche die vier Jahreszeiten darstellen sollen. Und obenauf steht der römische Kaiser Augustus, auch von Metall gegossen. Und dieser Brunnen, den gibt es auch heute noch, der Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz in Augsburg. Dann, das war jetzt ein deutscher Brunnen, dann hier noch ein Beispiel für einen Brunnen, wie Böckler nennt, ein Brunnen nach französischer Manier. Er findet, dass so einen Brunnen kann man aus Anlass eines Sieges errichten. Die großen Bilder auch aus Stein und die kleinen aus Metall. Und er schreibt, die Größe und Proportion dieses Brunnens wird der verständige Künstler selbst nach Gelegenheit des Orts und Bauherren zu richten wissen. Also das ist auch ein Entwurf und wenn man den dann umsetzen möchte, kann man den Gegebenheiten anpassen. Und dann zum Abschluss möchte ich daraus noch einen italienischen Brunnen zeigen. Böckler schreibt dazu, dass er zu den vornehmsten Brunnen Roms gezählt wird, auf dem Platz Navona steht und vom Papst Innozenz X. erbaut worden ist. Vielleicht kennen diesen Brunnen einige, den gibt es nämlich heute noch, der steht in Rom. Auf der Piazza Navona nennt sich heute Fontana dei Quattro Fiumi und wurde von Bernini errichtet in den Jahren 1648 bis 1651. Und das ist so ein Brunnen, der gilt eigentlich als Meisterwerk des italienischen Barocks. Böckler schreibt dagegen, er schreibt auch nicht zum Beispiel, wer den Brunnen errichtet hat, er beschreibt nur, dass er viel Wasser von sich gibt. Und man kann den ganzen Platz durch Hülf dieses Brunnens in Wasser setzen, sich in Sommerzeit dadurch zu erfrischen, mit Kutschen und Pferden darin herumfahren und reiten. Ich weiß nicht so genau, ob man das heute immer noch macht in Rom, aber... Dann bleiben wir noch ein bisschen in Rom mit diesem Werk. Das ist ein weiteres Beispiel für Springbrunnen in Drucken des 17. Jahrhunderts. Dieses Buch Le Fontane di Roma wurde 1691 von Giovanni Giacomo de Rossi veröffentlicht. Für dieses prachtvolle Buch hat der Herausgeber das angemessene Format in Oblong ausgewählt, wie es üblich ist für ein Album, also dass es so lang ist. Das Buch gliedert sich in vier Teile, jeder mit einem solchen Einzeltitel, mit Titelseite, Frontispitz und auch separater Paginierung. Insgesamt enthält das Buch 99 Bilder. Im ersten Teil sind, wie erwähnt, wie im Titel auch angekündigt, Springbrunnen auf öffentlichen Plätzen in Rom abgebildet. Und hier treffen wir den bekannten Brunnen aus
aus Rom auf der Piazza Navona wieder an. Die Kupferstiche der ersten beiden Teile in diesem Buch stammen von Giovanni Battista Falda und in den beiden letzten Teilen des Werks sind die Kupferstiche von Giovanni Francesca Venturini. In diesem Werk sind ganz viele Bilder enthalten. Ich kann auch, die meisten sind in diesem Format. Ich kann natürlich nicht alle Bilder zeigen, ich kann jetzt ein bisschen durchblättern. An dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis, dass alle Bücher, die wir heute Abend jetzt hier zeigen, die wurden bereits digitalisiert und stehen auf unserer Plattform erara.ch auch zur Verfügung. Also diese Bilder kann man alle online auch anschauen und sogar herunterladen. Genau, das sind die verschiedensten Brunnen. Im ersten Teil sind es römische Brunnen auf öffentlichen Plätzen, also für alle Menschen zugänglich. Man sieht sie auch schön im Kontext, also mit den Gebäuden drumherum, mit den Menschen, die dort leben und spazieren. Dann in dem zweiten Teil sind wieder privatere Gärten zu sehen. Das sind Gärten aus den Villen in der Toskana. Also die sind dann in Gartenanlagen eingebettet. Aber auch hier sieht man die Menschen spazieren. Im dritten Teil dann sind Brunnen aus Palästen und Gärten in Rom wiederum, aber auch eher privat, also auch aus dem Vatikan zum Beispiel hat es Abbildungen. Und im letzten Teil dann sind Springbrunnen aus Gärten in Tivoli abgebildet. Auch das riesige und prächtige Anlagen. Und dann zum Abschluss reisen wir noch von Italien nach Frankreich. Und zwar kommen wir zur Krönung eigentlich der Entwicklung des Barockgartens im 17. Jahrhundert, nämlich im Garten von Versailles. André Le Nôtre war der oberste Gärtner von Louis XIV und hat die Gärten von Versailles konzipiert und ein Vierteljahrhundert lang daran gearbeitet. Der Lustgarten von Versailles illustriert den neuen Stil des französischen Barockgartens und strahlt die monarchische Macht des französischen Königs aus. Gleichzeitig fließen unterschiedliche Interpretationen von Geschichte, Kunst und Theologie in die Gestaltung ein. Und wie wir hier in diesem Beispiel sehen, hat auch die Literatur Einzug in die Gartenarchitektur gefunden. Bei der Gestaltung des Gartens von Versailles und seiner Wasserspiele erhielt das Labyrinth einen ganz besonderen Platz. Die Pläne für den Irrgarten wurden von Le Nôtre selbst entwickelt und zusammengestellt. Der französische Schriftsteller und Beamte Charles Perrault, der für seine Märchensammlung berühmt war, hatte damals die Idee, für den Bau des Labyrinths die Fabeln von Aesop als Inspirationsquelle zu nutzen. Im Labyrinth wurden 39 Springbrunnen errichtet, von denen jeder eine Fabel des Aesop von Jean de La Fontaine repräsentierte. La Fontaine war ein französischer Schriftsteller. Er gilt den Franzosen als einer der größten ihrer Klassiker und ist noch heute mit einigen seinen Fabeln jedem französischen Schulkind bekannt.
Perrault hatte damals auch die Idee, die Springbrunnen des Labyrinths in einem Buch zu verewigen. Das ist, was wir jetzt hier vor uns haben. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 1679. Und ein bisschen überraschend ist, dass lediglich das Oktavformat gewählt wurde. Im Vorwort beschreibt Perrault das Labyrinth von Versailles und legt das Schwergewicht auf die Beschreibung der Springbrunnen im Kontext der Fabeln. Also am Anfang ist alles beschrieben. Dann ist hier ein Plan vom Labyrinth. Das seinerzeit berühmte Labyrinth von Versailles bestand aus einer Fläche von etwas mehr als einem Hektar, das sich im Petit Parc des Schlosses von Versailles befand. Es handelte sich bei diesem Labyrinth nicht um einen üblichen Irrgarten, bei dem es galt, einen Zielplatz zu finden. Vielmehr bestand die Aufgabe darin, den Weg so zu wählen, dass alle Brunnen genau einmal erreicht wurden. Also wenn man das Labyrinth richtig, den Weg richtig wählt, dann schafft man es, dass man bei jedem Brunnen genau einmal vorbeikommt. Das war eigentlich das Ziel. Das Labyrinth war außerordentlich reich geschmückt und aber nur den Angehörigen des Hofstaats vorbehalten. Also da konnte nicht einfach jeder spazieren gehen. Die ersten Planungen dazu begannen im Jahr 1661. In den Jahren zwischen 1672 und 1681 wurde das Labyrinth mit den 39 Springbrunnen ausgestattet. Als Beispiel. Alle Brunnen waren mit farbig bemalten, von namhaften Künstlern angefertigten Bleigussfiguren versehen. Die Texte der 39 Fabeln wurden von Isaac de Bonserrat, Dichter am Hofe des Sonnenkönigs, in Vierzeiler umgewandelt. Also man sieht es sehr gut. Hier ist jeweils auf der linken Seite ist, der Vierzeiler, ist die Fabel beschrieben. Und auf der anderen Seite ist die Abbildung des jeweiligen Brunnens, der eben zu dieser Fabel gehört. Die Aufgabe, diese Springbrunnen detailgetreu wiederzugeben, übernahm der Lothringer Zeichner und Radierer Sebastian Löckler. Da die Pflege des Labyrinths teuer und aufwendig war, geriet es zeitweise in einen schlechten Zustand. Schließlich wurde es 1774 vollständig entfernt und durch die heute als Bosque de la Reine genannte Anlage ersetzt. Also das Labyrinth hat ungefähr 100 Jahre, knapp 100 Jahre bestanden und es gibt es heute nicht mehr. Heute vermitteln lediglich die Pläne und die Darstellung der Springbrunnen in diesem Buch von Perrault eine Vorstellung dieses Kunstwerks. Und das ist es auch, was solche Bücher so wertvoll macht heute. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit wären wir am Ende des Vortrags und alle, die hier anwesend sind, dürfen die Bücher gerne auch noch von näher anschauen.